Hallo, was machen Sachen? Ja, heute zeige ich euch, wie man Billboards erstellt. Für alle, die sich fragen, was zum Kehrich ist denn ein Billboard? Ganz einfach, wir haben hier Sachen, die schauen konstant zur Kamera. Ups, ja, wenn man unter dem Tisch ist, dann halt nicht. Oder am Boden. Die schauen halt konstant einfach in die Kamera. Sind aber nichts anderes als, ja, ein Bild. Wenn man will, ist es eine Plane, die in die Kamera guckt. Ich fliege also durchs Haus. Und das machen wir jetzt. Ich zeige euch in diesem Teil wie. So als kleines Extra werde ich euch zeigen, wie man so ein Material macht. Mit einer, ja, sehr nützlichen Note in Materialien, die halt einfach Sachen, ja, in Bewegung setzt. Das ist eine ganz lustige Note. Wird wahrscheinlich auch in ein paar anderen Tutorials vorkommen, indem ich mich ein bisschen mit Materialien beschäftige, weil die halt einfach super praktisch ist, wenn sich irgendwas bewegen soll. Das ist halt genau ihre Aufgabe. Sie sorgt dafür, dass sich Sachen bewegen. Ja, und wollen wir mal anfangen? Wie funktioniert so ein Billboard oder wie machen wir das? So, jetzt habt ihr ja gesehen, wie so Billboards aussehen können, was man damit machen kann. Und jetzt, ja, wollen wir welche erstellen? Jetzt zeige ich euch, wie es geht, weil auffälligerweise sind die noch gar nicht hier. Ja, ich habe sie nämlich noch gar nicht erstellt. Die sind weder im Content noch im Placeactor irgendwo zu finden, weil wir brauchen wieder eine Blueprint. Eigentlich, wenn wir immer was Spannendes machen, machen wir sogar Blueprint. Machen wir den Mond. Doppelklick. Dann haben wir Add Component. So rum. Erst das I, dann das L. Billboard, den normalen. Hier können wir ein Sprite einfügen, sprich quasi eine Textur, also einfach ein, ja, ein Bild. Wir nehmen den Mond. Zack. Nicht wundern, dass er gelb ist. Das ist einfach nur, weil ich ihn anvisiert habe. Zack, jetzt weg. Und so einfach ist er da. Zack, da haben wir auch schon den Mond. Packen wir ihn mal hier oben irgendwo hin. Da steht er doch eigentlich ganz gut. Der ist jetzt ein bisschen klein, nicht wundern. Die Basisgröße passt sich immer an dem an, was ihr halt als Textur habt. Also wie groß eure Textur ist, wie viele Pixel ihr habt. Ist nicht schlimm, wir können es ja skalieren. Und Vorteil ist, meistens von diesen Sachen sind ja relativ weit im Hintergrund. Da fällt es nicht auf, falls ihr halt wirklich Detail verlieren sollten, weil sie halt so klein sind. Meistens steht ja was davor. Ja, und tada! Billboard an für sich ist da. Gibt auch an für sich erstmal nichts, was man hier großstellig einstellen müsste. Man kann ein bisschen sich umgucken, aber das meiste ist halt wirklich, ja, wir haben da ein Bild und das ist da drin, das guckt die Kamera an. Das ist ja das, was wir wollen. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Ja, und da habe ich euch doch eiskalt angelogen. Oder vielmehr, mir war es nicht mehr bewusst, dass halt eine Sache noch gemacht werden muss, dass wir halt das Billboard im Spiel sehen. Ich hatte es nicht mehr im Kopf, dass es halt von defaultmäßig halt von, ja, von der Basis her einfach angekeyt ist, weil es ist hidden in game. Sprich, sobald wir das Spiel starten, ist unser Mond weg. Also so sieht es aus, wenn ihr das Spiel startet, er ist weg. Ihr müsst den Haken entfernen, dann habt ihr euren Mond oder euer Billboard wieder. Ich weiß nicht, wieso das jetzt so ist. Ich hatte es, wie gesagt, nicht im Kopf, dass es halt extra nochmal angekeyt werden muss, aber nur so zur Infos. Billboards verstecken sich, die sind schüchtern. Muss sie erstmal aktivieren. So, ja. Das war's auch schon mit dem Einwurf. Es geht weiter mit dem normalen Video. Kommen wir zur zweiten Variante. Machen wir auch wieder den Actor. Unseren Baum da rein. Diesmal mit Material Billboard. Ja, und da können wir ein Material reintun. Jetzt erstmal, das Blau macht ja relativ wenig Sinn. Jetzt machen wir was, was halt mehr Sinn macht. So. Wir haben jetzt unser tolles Blaues. Ja, Rechteck. Es ist auch immer ein Rechteck, die Materialien, wenn nichts anderes gesagt wird. Also das Material eine andere Form hat. Und ja. Hier können wir diesmal nicht über diese Skalierung gehen. Wir haben hier unten das Scale. Ich mache das jetzt einfach mal zu, na, 2 Meter. Also 200 auf 200. Das sind immer 100 Zentimeter. Jetzt haben wir hier so ein wunderschönes blaues Board. Aber da war ja ein Baum. Den machen wir jetzt auch da rein. Da brauchen wir erstmal ein neues Material.
Oh. Das packe ich auch einfach mal da drauf. Der tolle Checker, ist nichts drauf. So. Müssen wir erstmal den Blendmode bearbeiten, weil wir haben ja, ja Transparenz drinne. Dementsprechend. Translucent auswählen. Ich mache jetzt erstmal noch eine Farbe rein. Nehmen wir. Ach komm, wir nehmen. Ist zwar ein Baum, aber wir machen es einfach mal blau. Warum auch nicht? Und jetzt brauchen wir erstmal eine Textur für unsere Opacity, weil ja, der Baum war ja ausgeschnitten. Ergo muss sie da rein. So. Na, wir werden das Blau nicht übernommen. Machen wir das mal auf eine Plane. Und speichern das Ganze mal, um zu sehen, ja, ob das so an für sich erstmal funktioniert, was wir tun. Ist eigentlich mal ein guter Schritt. Ich mache was und gucke, ob es funktioniert. Macht es einfacher, um zu gucken, wo der Fehler sitzt. So. Ja, an für sich. Baum ist da. Schiebe ihn ein bisschen in die Erde. Sieht ein bisschen schöner, also cooler aus. Der ist jetzt da. So. Aber da war ja noch mehr passiert. Da ist ja was langlaufen. Wir hatten ja so lustige Streifen drauf. Oder ehrlich gesagt hatten wir ja zwei. Wir hatten ja zwei Versionen. Je nachdem, wo man die Stripes reinsetzt, passieren verschiedene Sachen. Machen wir den ersten, der einfach ein bisschen mehr Translucence drin hat. Gehen wir hier hin. Dann brauchen wir einen Multiply. Und zack, zack. Und zack in die Opacity rein. Noch bewegt sich relativ wenig. Liegt daran, weil wir eine Note noch nicht haben, die ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt habe, aber die halt ultra praktisch ist für alles Mögliche. Ist der Panner. Den packen wir dann einfach mal in die UVs. An dem können wir jetzt sagen, okay, bewege dich in diese oder diese Richtung. Wir wollen, dass die Streifen halt sich nach unten bewegen. Also müssen wir bei Speed auf Y, auf minus 0, jetzt halt wieder so eine Sache. Ich glaube 0,05 müsste relativ gut sein. Das muss man ausprobieren, das muss man immer ein Gefühl für kriegen, dass ich nicht habe. Ich muss auch mal testen. Ich gebe was ein und gucke, was funktioniert. Okay, an für sich tut es das, was tun soll. Er ist ein bisschen transparenter geworden. Ist ein wenig langsam. Machen wir es vielleicht mal auf 1. Ja, ist jetzt ein bisschen schneller. Ach, das reicht. Man sieht ja, was passiert. Hier sieht man, ja, in der Ecke. Die Transparenz ist unterschiedlich, ist mal transparenter und mal ein bisschen opaker, weil mehr verschieden hat. Wenn man halt die Streifen ein bisschen krasser macht, halt, wo mehr hell und mehr dunkel drin ist, ist halt der Unterschied deutlich größer. Aber ich habe jetzt erstmal nur das Exemplar, also ich habe einfach in Photoshop ein paar Streifen gezogen, kann jeder machen. Sondern nicht immer Photoshop nehmen, jedes Programm, wo man zeichnen kann, kann man sich gerade Linien zeichnen. Oder auch schiefer, wenn man das dann möchte, je nachdem, was einem liegt. So, das hier ist Version Nummer 1 mit der Opacity. Jetzt machen wir Version Nummer 2. Dazu suchen wir jetzt erst nochmal die Blueprint. Wenn man clever ist, weiß man, wo sie hat. Okay, hier. Steuerung C, Steuerung V. Baum 2. Nicht effizient, man hätte es anders regeln können, aber für unsere Zwecke tut es jetzt das erstmal. Ich packe aber noch den zweiten Baum hier hin. Weiter weg. Runter, so ein bisschen in die Erde. So, passt. Und das ist Baum 2. So. Ja, das Material wieder suchen. Dann machen wir Duplicate, einfach damit es mir einfacher haben. Weil wir wollen ja einfach nur, ja, das jetzt ein bisschen verändern. Multiply kann weg. Ich packe den hier wieder in die Opacity und der kommt diesmal in die Emissive rein. Halt, nein, kommt er nicht. Ich habe den Multiply doch gebraucht. Multiply. Wir brauchen nämlich dort blau. Soll ja blau leuchten, nicht weiß. Also da rein. Damit es einmal ein bisschen anders ist, sage ich, hier machen wir 0,3. Machen wir mal 1. Mal gucken, wie schnell das ist. Speichern. Da haben wir unsere beiden Bäume. Mit der Emissive sieht man jetzt halt gerade jetzt nicht so wirklich. Also machen wir es mal dunkler. Irgendwo habe ich hier eine Sonne.
wäre das nicht so geklappt bei der Misse? Wo habe ich den Denkfehler? Stehen da drinnen? Ach so, ja. Denkfehler, ich habe das Material nicht zugeordnet. Zack, es leuchtet. Habe jetzt gedacht. So, der ist jetzt aber ein bisschen, ja, doch sehr opak. Wir können hingehen und sagen, okay, wir mögen, nee, das war der falsche. Speichern wir den. Muss man zumachen, die überflüssigen Dinger mal zumachen. Ich komme ja durcheinander. Ich nenne die auch immer so vernünftig. So, das kann weg. Stripes können auch weg. Das Baum, dann ist das das Material, ja. Dann packen wir hier doch wieder ein Multiply hin. Einmal, zweimal und eine normale 1 auf 0,4. Und gucken, wie es aussieht. Ja, so sieht es doch schon eher aus wie Holo. Man kann das natürlich mit mehreren Pannern übereinander halt noch viel halt geiler gestalten, aber so vom Prinzip her funktioniert das so. Ich sag, man kann ja auch die über mit mehreren Multiplier übereinander stapeln. Das funktioniert. Erstmal alles compilen und speichern. Dann machen wir jenes welches zu. Okay, starte halt dann unter der Erde. So, jetzt aber. Hey, da ist er. Mond bleibt. Wenn man den hinten im Game aus hat, bleibt er auch. Wunderschöner Mond. Und auch unsere tollen Bäume. So kann man sich halt je nachdem, was man braucht, halt jede Menge Polygone sparen. Und gerade wenn das Zeug mehr im Hintergrund steht, fällt das halt einfach so gut wie gar nicht auf. Gerade wenn man den Mond halt einfach nicht direkt unter dem Boden macht. Obwohl selbst so, wenn der Schatten an der Seite weg wäre, wird es halt kaum auffallen, dass es halt immer wieder der gleiche Mond ist. Da guckt keiner so genau drauf. Und jetzt weiter spazieren. Schöne Mondschein. Mal folgen wir mal. Was ist, wieso leuchtet es denn hier? Irgendwo eine Lampe platziert. Egal. So, eine Thumbnail. Ja, ist ein bisschen dunkel. So, haben wir ein bisschen mehr Licht. Stehe ich im Schatten. Die haben schon immer da gestanden, soll jemand was anderes behaupten? Okay. Ja, Pilger Schatten, habe ich nicht ausgemacht. So, noch ein schöner Thumbnail. So. Das sieht auch ganz okay aus. So, Bäumchen und den Mond.